Wenn die Sommergäste nach Borkum kommen, herrscht Hochsaison für das Team des Inselkrankenhauses. Ja, der 41832, Frage, was erwartet uns und wo genau sitzt der Patient? Also es kann Tage geben, da wissen wir nicht, wo wir anfangen sollen und wo wir aufhören sollen. Fiffbissig. Hey. Da mache ich mach ein bisschen Platz. Ja. Gib mir doch mal die Blau-Weißen mit dazu. Herr Fürk? Ja. Hubschrauber wird einen Moment dauern. Wir haben jetzt schon Hubschrauber Schleswig-Holstein hier bei uns. Ist der Zustand der Patienten kritisch, müssen sie aufs Festland gebracht werden. Jetzt wird sie auch noch intubiert. Wir brauchen ein Intensivbett. Wenn man seine Borkumer hier hat und die dann ausfliegen muss und dann unter solchen Bedingungen und mit solchen Erkrankungen, das nimmt einen immer mit. 8 Betten auf der Nordseeinsel und Einsätze rund um die Uhr in einem der kleinsten Krankenhäuser Deutschlands. Uhr morgens. Chefarzt Stefan Karl Förk ist auf dem Weg zur Lagebesprechung im Inselkrankenhaus auf Borkum. Und dann gucken, ob er wieder auf die Insel kann. Das Team bereitet sich auf die Visite vor. Kriegen wir da ein Röntgenbild, Thorax? Das können wir machen. Ja. Wir haben noch eine Aufnahme. Eine Dame, eine Reiterin, die vom Pferd, vom Rad geflogen ist. Das Rad hat gebockt. Hier ein Cut. Da ist kaputt. Gut. Gucken wir uns da an. So. Dann wollen wir schon mal einmal ein bisschen sauber machen. Können sich einmal hinlegen. Stefanie Krupp ist nach ihrer Ausbildung zur Krankenschwester auf die Insel gekommen. Was nur ein Jahr dauern sollte, ist längst zu einer Lebensaufgabe geworden. So, ich werde jetzt einmal hier desinfizieren, sauber machen, dass wir gucken können, wo genau der Cut ist. Und der Doktor das dann gleich gut nähen kann. Aber Glück gehabt, am Kinn ist nur eine Schiffwunde. Ja. Das bis zum Geburtstag wieder weg. Wer sonst die dritte Narbe am Kinn? Also. Nein, bis zum Geburtstag ist das hier zumindest wieder heile. Das ist doch schon mal was. Moin. Was haben Sie denn gemacht? Fahrrad, Auto, Straße. Wenn ich dann wieder trocken möchte. Okay, das ist die Chefin. Gut. Okay. Nase ist halt geschürft, klar. Da oben am Kopf, da müssen wir 2-3 Fältchen durchziehen. Und dann ist das gut. Okay? Ja. Heute Morgen hat es in Strömen geregnet. Die Insulanerin ist auf der nassen Fahrbahn weggerutscht. Sicherheitshalber muss ich Sie darüber aufklären. Ich bin kein Chirurg, ich bin nur Internist. Aber ich komme aus einer Schneiderfamilie, von daher alles gut. Ja, wir machen das ja ständig hier auf der Insel. Ich habe schon mehrere Narben im Gesicht. Das echt? Schließt sich nur an. Ja, hier. Ich glaube, besser als diese. Fahren Sie öfter? Nee, das war Mallorca-Urlaub in einem Wasserrutschenpark. Ach so. Stefan Förk ist seit 9 Jahren der Chefarzt auf Borkum. Platzwunden örtlich betäuben und nähen, das kommt hier fast täglich vor. Gleich schon geschafft. Schon Nummer 3. Ein Stich noch, dann ist gut. Alles Pflaster drauf. Machen wir. Gut. Dann haben wir das. Schlimmste überstanden. Okay. Und Sie schauen dann danach, wann die Rettung auf dem Bär. Nee, ich mache erst die Pflaster raus und alles und dann gucken. Hier auf der Insel müssen wir eben letztlich alles machen, weil wir haben keinen Chirurgen hier auf der Insel. Verlegen für so eine kleine Wunde macht keinen Sinn. Und die Patientin wäre auch außerhalb des Zeitfensters, dass man das noch primär chirurgisch versorgen kann. Ja? Wir haben eben lange Transportwege von der Insel. Ohne Krankenhaus wäre ja die ganze Versorgung hier auf der Insel sehr schwierig. Also erst recht, wenn extremere Notfälle sind, bis die auf dem Festland sind oder irgendwer rübergekommen ist, ist es ja schon manchmal auch zu spät. Also demnach ist das Krankenhaus hier schon sehr wichtig, weil ja auch viele Kliniken ja da sind. Einsatz für die Notfallsanitäter.
Timo Schneckmann und seinem Kollegen wurde ein Verletzter in unwegsamem Gelände gemeldet. Mehr wissen sie noch nicht. Das Martinshorn dürfen sie immer erst dann einschalten, wenn sie auf der Straße fahren. So, und jetzt gucken wir uns das erstmal an. Hier ist der gute Herr. Was passiert? Ist hier runtergefallen? Ja. Trittbissig. Hey. Alles gut. Jetzt ist gut gewesen. Ja, ne? Ja. Ich mache ein bisschen Platz. Ja. Guck doch mal die Blau-Weiß mit dazu. Timo kann den Mann nicht gut versorgen, da er immer wieder um sich schlägt. Er braucht Hilfe. 41832. Ja, können uns einmal bitte die Polizei dazu schicken? Der Patient ist gerade etwas aggressiv. Patient aggressiv, Polizei kommt. Verstanden, danke. Wir kennen uns doch, jetzt ist doch alles gut. Cool. Verpiss dich. Die kommen. Dennis Lehmhüß hat zum ersten Mal mit dem Mann zu tun. Der Patient ist wohl alkoholisiert, ist jetzt auch uns gegenüber ein bisschen aggressiv geworden, verweigert jegliche Maßnahmen der Untersuchung. Deswegen haben wir uns jetzt einmal die Polizei dazu geholt, damit das hier nicht eskaliert, das Ganze. Genau, die sind auch gleich schon da, so wie es klingt. Der Kollege kennt ihn wohl schon, ist wohl bekannt bei ihm. So, sollen wir dich ins Krankenhaus bringen? Nein. Die haben gerade gesagt, aggressiv und. Ja, er ist ziemlich non-compliant mir gegenüber. Du kennst ihn wahrscheinlich auch. Ja, moin. Ist wahrscheinlich, ist heute Morgen wahrscheinlich hier gut gesoffen, ist jetzt hier oben wohl von da oben runtergekackelt. Man hat ihn hier vorgefunden, wir wollten ihn untersuchen, aber dann fing er gleich wieder an mit verpiss dich und diese ganze Spielerei. Okay. Er hat eine kleine Wunde oben am Kopf. Komm her, gib mir eine Hand, ich helfe dir. Na komm. Nein. Oh, du kannst ja nicht sitzen bleiben. Komm, aufstehen, komm. Als Passanten den Mann gefunden haben, soll er nicht ansprechbar gewesen sein. Er hat sich beim Sturz kleinere Verletzungen zugezogen und klagt jetzt über Kopfschmerzen. Na komm. Ihn nicht zu behandeln, wäre unterlassene Hilfeleistung. Ja. Kollege, hilft dir. Wollen wir tauschen? Hopp. Na komm. Und dann auf den Stuhl. So, komm und sitz. Alles gut, wir helfen dir doch nur. Wir wollen nichts von dir. Nein. So, kannst du dich eben bitte richtig hinsetzen jetzt? Wir helfen dir auch nur, wir wollen nichts von dir. Hör auf zu schlagen jetzt. Ja. Geht das bei dir? Packen wir den Handfesseln dran. Ja, ich würde sagen, das ist einfacher. Wir machen jetzt Handfesseln dran, wenn du nicht aufhörst. Hey. Okay? Ja, mach. Lass du machen. Der hört nicht auf, der Chick ist schon nicht. Lass du machen. Ja, Handschellen. Wenn du uns jetzt schlägst, habe ich keinen Bock drauf. Ich habe dir das gerade zweimal gesagt. Ja, zusammen mit der Polizei bringen sie den Mann ins Inselkrankenhaus. Er ist einer von rund 800 Notfällen im Jahr und nicht der erste, der ihnen aggressiv begegnet. Nach der Behandlung bringen die Polizisten ihn zum Ausnüchtern auf die Wache. Ja, da müssen wir nur noch eben den Müll von hinten rausräumen. Die Notfallsanitäter reinigen den Rettungswagen nach jedem Einsatz. Der Alarm kann jederzeit wieder losgehen. Notfälle sind ja nicht planbar. Das heißt, es kann Tage geben, da passiert nichts. Und es gibt Tage, da wissen wir nicht, wo wir anfangen sollen und wo wir aufhören sollen. Kollege Frederik Düttmann hilft beim Saubermachen. Gut, dann kannst du Trage reinmachen. Dann setze ich uns auf zwei. Das heißt, sie sind wieder einsatzbereit. Ja, okay. Eine Stunde später, ein Notfall. Ja, Hubschrauber ist im Anmarsch. Fliegt jetzt gerade über Wasser, noch 12 Meilen bis Borkum und dann ist er da. Das heißt, so in 10 Minuten sowas wird er da sein. Ja, dann kommen die
Leute vom Rettungshubschrauber hier ins Zimmer. Ich fliege nicht mit. Der Hubschrauber ist arztbesetzt. Ja, das ist der Rettungshubschrauber und nicht der Krankentransporthubschrauber. Da der gelbe Engel. Ne? Okay, wir sind mit einer Gruppe, wir wollen hier Friesland-Tour machen. Wir sind in Emden, sind wir, und dann wollen wir morgen rüber nach Norden. Mit den Fahrrädern sind wir. Tja, dann fällt jetzt alles im Wasser. Nur einen Tag auf Borkum und dann das. Verdacht auf Herzinfarkt. Ich denke mal, das wird schon werden. Die Krankenhausmitarbeiter lassen rund 350 Menschen jährlich mit einem Rettungshubschrauber von Borkum aufs Festland ausfliegen. Ist das Wetter zu schlecht für einen Flug, müssen sie den Seenotrettungskreuzer rufen. Aber heute kann der Rettungshubschrauber mit Notarzt an Bord aus Sande bei Wilhelmshaven kommen. Das ist ein bisschen besser geworden. Ist ein bisschen besser geworden? Ein bisschen besser geworden. Okay. Nichts. Okay. Genau, wir schließen auch gleich wieder alle Überwachungskabel an Sie an. Eine Besonderheit beim Hubschrauberflug, das ist laut. Ne? Ja, also, Sie kriegen Kopfhörer auf, also hier einen Gehörschutz. Das aktive Kommunizieren mit uns ist nicht möglich. Das heißt, Sie müssen, wenn irgendwas ist während dem Flug, Handzeichen geben. Ich sitze genau neben Ihnen und reagiere dann auf Sie. Oh, gut. Genau. Das ist ja das Gute hier auf der Insel, dass wir eben für die Basisversorgung ausgestattet sind. Nur wir können eben die weiterführende Diagnostik nicht machen. Aber alles, was bis jetzt notwendig war, bis zum Herzkatheter, hat der Patient hier bekommen, auch medikamentös. Und jetzt kommt es eben darauf an, ihn schnellstmöglich in ein Krankenhaus zu bekommen, wo ein Herzkatheter gemacht werden kann. Der Patient wird zur Partnerklinik nach Leer geflogen. Borkum ist die größte der ostfriesischen Inseln. Sie liegt rund 30 Kilometer vom Festland entfernt. Hier leben gut 5000 Menschen. Dazu kommen jährlich um die 300.000 Reisende. Im Sommer sind neben den Einwohnern mehr als 35.000 Urlauber, Tagesgäste und Reha-Patienten gleichzeitig auf der Nordseeinsel. Und das bekommt Notfallsanitäter Timo Schneckmann jede Saison aufs Neue zu spüren. Der 32-Jährige ist seit 12 Jahren im Rettungsdienst, knapp 6 Jahre davon auf Borkum. Manche Dinge wundern ihn aber immer noch. Wir sind alarmiert worden zum Hafen. Und ja, da sind zwei Leute, haben sich um ein Taxi gestritten. Und da hat eine andere Person einen älteren Herrn über den Koffer geschubst, damit sie zum ersten ins Taxi konnte. Und hat sich danach ins Taxi gesetzt und ist so weggefahren. Ja, und der Patient, wo wir dann hin mussten, der hat sich dann halt leider den Oberschenkelhals gebrochen bei dieser ganzen Aktion. Also, ich denke immer, wenn die Leute nach Borkum kommen, die haben ja Urlaub und die wollen hier ja auch Urlaub machen. Und eigentlich sollte Urlaub entschleunigen und nicht dieses Stress, 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 weil den hat man zu Hause genug. Und deswegen fehlen mir da manchmal dann die Wörter für. Ne? Wenn ich da solche Einsätze fahre, denke ich halt, ob das jetzt wirklich sein muss oder ob man nicht die 5 Minuten auch noch warten kann aufs nächste Taxi. Mittagszeit. Timo kommt gerade von einem Einsatz zurück. Heute waren es bis jetzt erst nur 4. Das geht, ne? Aber die letzten Tage waren ein bisschen stressiger. Jetzt sind es heute noch 4, aber ist ja auch noch früh am Tag. Rettungswache und Inselkrankenhaus, alles unter einem Dach. In den Sommermonaten fahren die Rettungskräfte rund 160 Einsätze monatlich. Dazwischen Büroarbeit. Timo und seine Kollegen schieben 24-Stunden-Dienste. Man wohnt hier fest auf der Wache, ne? Also wir arbeiten eine Woche am Stück, haben eine Woche frei, wir haben einen Dienstplan. Dementsprechend haben wir unsere Freizeiten zwischendurch. Aber man ist halt trotzdem eine ganze Woche hier. Ne? Also ich bin mit meinem Teamkollegen wie in einer WG. Ich wohne hier und wohne aber auch gleichzeitig dann die freie Woche auf dem Festland. Steht heute noch irgendwas an? Nee, nicht, dass ich wüsste. Nur die ganz normalen Tagesaufgaben, ne?
Ja, dann würde ich sagen, gucken wir gleich mal, was es so zu Mittag gibt, oder? Ja. Perfekt. Das klingt nach dem Plan. Meistens ist es dann so, wenn man das Essen gerade fertig hat, dann geht natürlich der Einsatz. Da muss man alles stehen und liegen lassen und dann müssen wir halt runter zum Auto. Dann gibt es halt ja, mal kalte Pommes, mal eine kalte Pizza oder man versucht es halt später dann einfach nochmal. Was haben wir denn, Freddy? Okay, Kreislaufdysregulation bei Lidl. Patient sitzt vor dem Lidl. Okay. Hast du gedrückt? Ja, okay. Innerhalb einer Minute müssen sie abfahrbereit sein. Dann müssen wir mal gucken, was uns da jetzt erwartet, ne? Maximal 14 Minuten darf die Fahrt zum Einsatzort dauern. Ja, der 41832. Frage, was erwartet uns und wo genau sitzt der Patient? Ja, jetzt verstanden, wir gucken uns das an. Bringst du mir Koffer und EKG nach? Mach ich. Danke. Und die fielen uns immer mehr zusammen. Mhm. Gut. Okay, Ihnen ist also ein bisschen schlecht geworden. Haben Sie heute ein bisschen wenig getrunken? Nee. Gegessen haben Sie zu wenig? Okay. Wie fühlen Sie sich jetzt nach einem Schluck Wasser, um ein bisschen was zu essen? Jetzt geht es wieder ein bisschen besser. Ich würde Sie ganz gerne einmal mit in den Rettungswagen nehmen. Dann würde ich Ihnen eine kleine Nadel legen, dass Sie erstmal ein bisschen Flüssigkeit bekommen. Und dann würde ich Sie ganz gerne, ich weiß, das wollen Sie gleich nicht hören, aber ganz gerne einmal mit ins Krankenhaus nehmen, dass wir ein bisschen mehr Flüssigkeit reinkriegen. Nicht, dass Sie nachher nochmal umkippen. Ne? Gut, der Kollege, guck mal, dass er Ihnen eben eine Nadel legen kann. Dann nehmen wir gleich Blut mit ab und dann untersuchen wir das alles im Krankenhaus. Ne? Das ist nicht gut mit dem Medikament. Läuft sehr gut. Rettungsdienst Borkum, hallo. Ja, genau, wir bringen dir jetzt eine Kreislaufdysregulation mit Synkope vom Lidl-Parkplatz. Wir fahren in 5-6 Minuten los. Okay, bis gleich, ciao. Ein Bett ist für die Patientin frei. Im letzten Jahr hat das Team im Inselkrankenhaus 800 Patienten stationär versorgt. So, das ist Aufnahme. Das hast du für uns. Ja, so, ich bringe euch Frau Falten. Übergabe an Krankenschwester Stefanie. Neben ihr arbeiten auf der Station und im medizinischen Versorgungszentrum 6 Pflegekräfte, 5 Arzthelferinnen sowie 4 Ärztinnen und Ärzte. Heute war eigentlich ein ganz guter Tag. Wir hatten eine ganze Menge Patienten, also wir hatten zwischenzeitlich 11 Patienten. Das ist für uns ja schon sehr viel bei 8 Betten. Und konnten aber die ganze Menge davon entlassen. Die waren soweit wieder fit. Und unsere Neuaufnahmen kommen Gott sei Dank erst jetzt, wo wir die Betten wieder klar haben. 29 Jahre Inselkrankenhaus Borkum. Krankenpflege, Teamleitung, Röntgen, Verwaltung. Die 51-Jährige hat viele Aufgaben in der kleinen Klinik. Gut, okay. Ich danke dir. Ja. Insel ist spannend. Also wir haben hier halt so viele Fälle aus unterschiedlichsten Fachrichtungen und das macht einfach Spaß. Also ich arbeite dann halt nicht auf einer Station, wo nur Orthopädie ist, sondern ich weiß morgens nicht, was hier reinkommt. Das ist wie bei einer zentralen Patientenaufnahme. Die wissen ja auch nicht, was sie erwartet am Tag. Und das ist hier genauso. Oh, das ist die Türsprechstelle. Ich gehe schon. Moin. Moin, was kann ich für Sie denn tun? Ich bin vom Dach gestürzt, leider. Oh je, was haben Sie sich getan? Oh ja, eigentlich Schürfwunden hier, ja. Da. Ja. Und vor allen Dingen hier. Und hier habe ich mir den Finger ziemlich verstaucht. Da ist so ein Knubbel jetzt. Ich weiß nicht, ob das sogar gebrochen ist. Wann ist das passiert? Ja, vor etwa einer Stunde. Okay, waren Sie bewusstlos, als Sie da runtergefallen sind? Nee, bitte schön. Gut, danke schön. Dann dürfen Sie einen kleinen Moment Platz nehmen. Ich sage dem Doktor Bescheid. Dann rufen wir Sie gleich auf. Danke. Ja? Okay. Einer der anderen Ärzte muss sich darum kümmern.
Chefarzt Stefan Förk ist in den nächsten Stunden der diensthabende Notarzt. Sein erster Einsatz für heute. Ein Notruf der Rettungsschwimmer. Auf der Promenade kann der Rettungswagen fahren. Am Strand geht das aber nicht. Deshalb fahren die Einsatzkräfte ab hier mit dem geländetauglichen Rettungsquad weiter. Gemeldet wurde ein Verdacht auf Mittelfußfraktur. Ein Schüler hat sich beim Sprung ins Wasser an einem Stein verletzt. Hi. Ja, muss auch gucken, dass er nicht gebrochen ist. Ne? Dann machen wir mal nicht gebrochen. Wenn man das tun kann, wird man. Nee, hat er da mal noch rein. So, pass auf, dann gehen wir einmal runter. Da ist schon ein kräftiger Mensch von der DLRG. Nee. Den verletzten Jungen nehmen sie sicherheitshalber mit ins Inselkrankenhaus. Sie wollen seinen Fuß dort genauer untersuchen. Der kleine Junge, den wir vom Strand geholt hatten, mit den Beschwerden im Vorfuß, haben wir geröntgt. Keine Fraktur im Vorfußbereich sichtbar, sodass er dann mit der Lehrerin wieder in die Unterkunft gehen konnte. In Notfallsituationen weiß man ja nie, was ist letztlich wirklich da. Wir können vor Ort ja die Untersuchung nicht so durchführen, dass wir genau sagen können, das ist das und das und das. Und es bestand der Verdacht auf einen Bruch, also Vorfußfraktur. Und das muss geklärt werden, radiologisch. Und von daher war der Aufwand im Nachhinein gesprochen vielleicht etwas too much. Aber für den Jungen war es notwendig. Das ist häufig in der Medizin. Kaum eine Stunde später, Verdacht auf Schlaganfall. Nach der Erstversorgung in ihrem Haus müssen die Rettungskräfte die Patientin mit ins Krankenhaus nehmen. Ja, Veronika, wir kommen jetzt zum Apoplex. Okay, soll ich über Leitstelle schon mal Richtung Hubschrauber fragen? Apoplex, Arm betont links. Ja, ist okay. Aus dem Zeitfenster, ne? Wahrscheinlich aus dem Zeitfenster. Okay, wir können los. Das Zeitfenster ist nicht bekannt. Okay, wir können los? Ja. Herr Förk? Ja. So lange ohne Haube. Hubschrauber wird einen Moment dauern. Wir haben jetzt schon Hubschrauber aus Schleswig-Holstein hier bei uns in der Region. Alle anderen Hubschrauber sind weg. Ja, gut. Also, habe ich auch so durchgegeben. Trotzdem einen haben. Mittag der Griff auf 42 Schleswig-Holstein verfügbar. Ja, das klingt super, den nehmen wir. Krankenhaus Emden. Wäre aufnahmebereit? Ja, deswegen. Ja, gut. Aber da muss ich erst mit telefonieren. Ja, genau. Unser Chefarzt telefoniert gleich einmal mit Emden. Dann gebe ich dir sofort Bescheid. Und der Christoph 42 aus Schleswig-Holstein könnte fliegen. Ja. Der fliegt jetzt nach Aurich. Ja. Und dann von Aurich würde er dann zu uns kommen. Ja. Die Patientin muss verlegt werden. Aber noch gibt es keinen freien Rettungshubschrauber und auch kein freies Bett. Ich habe gerade als Notarzt einen Apoplex reingeholt. Armbetonte Hemiparese links. Herdblick nach links oben. Passt nicht ganz, aber ist so. Können Sie den Arm mal lang machen? Geht das? Die Luft ist auch sehr lang. Ja. Ja, Sättigung ist halt auch mau. 92, 93. Ja. Dann nehmen wir die andere Seite dran. Dann warte ich, mach das dann auch. Mal Impulsstauung los. Jetzt ein bisschen höher. Ich hänge ein bisschen Sauerstoff an, dann wird das Atmen etwas leichter. Und außerdem haben Sie Hochfieber. Da gibt es jetzt auch was, damit das runtergeht. Ja, alles klar. Weiß ich Bescheid. Danke. Tschö.
Also, Veronika Christo 26 kommt, startet jetzt gleich in Sande. Im Moment sind alle Hubschrauber unterwegs und im Einsatz. Und ja, aber jetzt kommt der normale 26er. Der Patientin geht es schlechter. Im Überwachungszimmer kämpft das Team um ihr Leben. Der Rettungshubschrauber ist gelandet. Wohin ausgeflogen wird, ist aber immer noch nicht klar. Hallo, aus Borkenschlösser, Stefan, Moment. Ja, hi. Ja, ja. Dann können die nach Sanderbusch fliegen. Wo können wir denn sonst noch hin? Ja, wobei das ja die Frage ist, ob da nicht doch noch eine Blutung hintersteckt. Also jetzt wird sie auch noch intubiert. Wir brauchen ein Intensivbett. Bitte, tschüss. Sie müssen die künstliche Beatmung noch im Krankenhaus einleiten. Dafür ist im Rettungshubschrauber zu wenig Platz. Wo fliegt sie jetzt hin? Nach Emden, weil die Intensiv. Emden hat doch ein Intensivbett. Planänderung. Das nächstgelegene Krankenhaus hat jetzt doch Platz. Ja, hier Steffi, hallo. Also es wird jetzt Emden, sie ist jetzt intubiert, beatmet. Kannst du da noch eben Bescheid sagen, dass sie kommen? Die fliegen jetzt los. Hast du schon, dann ist ja gut. Wunderbar, ich danke dir. Tschüss. Wenn man seine Borkoma hier hat und die dann ausfliegen muss und dann unter solchen Bedingungen und mit solchen Erkrankungen, das nimmt einen immer mit. Man kennt die Leute ja. Das ist nicht schön. Ja, wir haben gekämpft am Notfallort, und als wir hier eingetroffen waren, sind wir von einem Schlaganfall ausgegangen. Die Situation hat sich dann während des Aufenthaltes hier verändert, sodass andere Ursachen auch in Betracht gezogen werden mussten. Durch die Versorgung und die Intubation im Inselkrankenhaus konnte der Transport mit dem Rettungshubschrauber in eine größere Klinik ermöglicht werden. In Emden ist schon alles für die Weiterbehandlung vorbereitet. Wenn man einen Beruf wie meinen sich ausgesucht hat, dann geht es ja letztlich darum, Menschen zu helfen. Und das kann man nicht auf 8 bis 16 Uhr begrenzen. Aber im Sommer hat man natürlich den Vorteil, wenn man einen anstrengenden Tag hatte. Und dann geht man einfach an den Strand, setzt sich zwischen die ganzen Gäste und hat dieses Urlaubsfeeling. Ja, und da kommt man schnell runter und kann entspannen. Dann kann der nächste Tag wieder anfangen.